Während der Bitcoin in den vergangenen 24 Stunden zeitweise weiter unter Druck stand, hat die US-Regierung zudem noch deutlich gemacht, dass sie Bitcoin im Wert von knapp 2 Milliarden US-Dollar verkaufen. Was es damit auf sich hat und was die Marktauswirkungen sind, worauf man sich konzentrieren sollte und ob das Ganze wirklich so krass ist, wie es im ersten Moment klingt, mit dieser Thematik beschäftigen wir uns unter anderem im heutigen Video. Des Weiteren beschäftigen wir uns auch mit dem neuen argentinischen Präsidenten und den ersten Krypto-Gesetzesgebungen, die er jetzt durchsetzt und die den Markt nicht zu erfreuen, und wir beschäftigen uns auch mit einem neuen Megafonds, der mehrere hunderte Millionen US-Dollar in den Kryptomarkt bringen soll. Was es damit auf sich hat, schauen wir uns im heutigen Video genauer an. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und das heutige Video hat quasi drei Bausteine. Beginnen tun wir erstmal mit dem Bitcoin selber, der seit seinem All-Time-High mittlerweile zeitweise um knapp 13% korrigiert ist. Das Ganze sieht in den letzten Tagen sehr ungemütlich aus. Man muss aber ganz klar sagen, der Bitcoin stand tatsächlich nach dem Erreichen des All-Time-Highs von über 70.000 US-Dollar schon mal etwas tiefer. Aktuell sind wir vom All-Time-High gesehen bis zum aktuellen Kursniveau ca. 12-13% im Minus, was wirklich nicht schlimm ist, vor allem nach den starken Rallyes in den vergangenen Wochen und Monaten. Dabei sahen wir, dass der aktuelle Abgabedruck gestern Abend dann noch von einer Schreckensnachricht begleitet wurde. Es wurden hier nämlich einige On-Chain-Daten gemeldet, die darauf hindeuten, dass die US-Regierung Bitcoin im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar verkaufen wird. Doch was ist überhaupt passiert? Gestern sahen wir, dass auf Twitter bzw. X viele Nachrichten umhergegangen sind. Sie sind wieder überall aufgeploppt, so wie es immer ist, wenn es große Bewegungen gibt. Die US-Regierung hat tatsächlich erstmals anfangs 0,001 BTC an die Coinbase Prime Einzahlungsadresse übersendet, also an das OTC-Desk von Coinbase. Diese Wallet beinhaltet insgesamt über 30.000 Bitcoin und wenige Minuten später sahen wir dann, dass diese genau 30.174 Bitcoin an eine weitere Wallet übertragen wurden. Bei knapp über 30.000 Bitcoin sprechen wir von ca. 2 Milliarden US-Dollar, je nachdem, ob der Kurs um weitere 5% abrutscht oder nicht. Natürlich hat das gestern für Aufsehen gesorgt, denn das ist natürlich keine kleine Zahl, die wir hier an Bitcoin in Bewegung sehen. Übrigens wurden diese Bitcoin von James Tsong beschlagnahmt. Dieser stand in Verbindung mit der Silk Road Plattform, beziehungsweise hat er diese damals gehackt und im Jahr 2012 knapp 50.000 Bitcoin gestohlen. Im Jahr 2021 durchsuchten verschiedene US-Behörden das Eigentum des damaligen Silk Road Hackers. Sie haben dabei eine Festplatte in einer Popcorn-Verpackung gefunden. Vielleicht können sich der ein oder andere von euch noch an diese Story erinnern. Und da waren eben knapp 50.000 Bitcoin drauf. Ein Großteil dieser Bitcoin wurden eben jetzt gestern Abend transferiert. Wir reden von über 30.000 Bitcoin. Das war auch nicht die erste Transaktion aus dieser Wallet. Bereits im März 2023 sahen wir, dass rund 9.861 Bitcoin aus dieser Wallet bewegt wurden. Zum damaligen Zeitpunkt 215 Millionen US-Dollar. Heute natürlich deutlich mehr wert. So hatten wir am Ende des Tages immer noch rund 40.000 Bitcoin, die hier übrig waren. Im Allgemeinen kommt diese Nachricht auch nicht komplett unerwartet, denn die US-Regierung ist mit über 200.000 Bitcoin der größte Bitcoin-Hodler, wenn man nach Staaten geht. Sie halten rund 1% des Gesamtsupplies und natürlich sind das nicht Bitcoin, die sie gekauft haben, um sie zu hodeln. Das sind zu, ja, ich glaube 100% beschlagnahmte Bitcoin aus kriminellen Machenschaften. Es ist klar, dass diese Bitcoin früher oder später verkauft werden und lieber früher als später, muss man doch mal ganz ehrlich sagen. Zudem sahen wir natürlich auch in den letzten Tagen, dass ja, Bitcoin stand unter Druck, doch gerade nach der Nachricht rutschte er nicht wirklich weiter ab. Das lag zum einen daran, dass ein solches Ereignis natürlich schon im Vorfeld eingepreist ist, des Weiteren, dass diese Bitcoin eben auch OTC verkauft werden. Würde die US-Regierung jetzt Bitcoin für 2 Milliarden an Coinbase übertragen und dort auf Verkaufen drücken, dann würde das den Markt massiv unter Druck setzen, vor allem auf Coinbase würden die Preise nur so purzeln. Da sie allerdings durch OTC-Deals diese Bitcoin im Hintergrund veräußert haben, sahen wir auf dem breiten gesamten Markt einen leichten Abgabedruck, allerdings jetzt nichts Übertriebenes oder vor allem keinen Peak. Und ich spreche hier bereits schon in der Vergangenheitsform, denn diese Bitcoin wurden höchstwahrscheinlich schon in den Tagen zuvor verkauft. Wir sehen es im besten Beispiel bei den ETFs. Wenn wir sehen, dass die Bitcoin-Spot-ETFs starke Inflows zeigen, wenn die Daten melden, gestern gab es starke Inflows, dann deutet dies darauf hin, dass das Ganze in der Vergangenheit passiert ist. Die Bitcoin-Transaktionen für diese Käufe oder Verkäufe finden allerdings erst einen Tag danach statt. Also der Verkauf oder Kauf findet statt und erst einen Tag später wird die tatsächliche Transaktion durchgeführt.
Schuld. Auch die Bitcoin der US-Regierung wurden höchstwahrscheinlich bereits im Vorfeld verkauft, möglicherweise der Abgabedruck der letzten Tage und eben gestern erst dann transferiert. Der dritte und wichtige Punkt ist, dass der Markt mehr oder weniger bereits schon wusste, dass es zu solchen Transaktionen kommt. Natürlich nicht genau wann, die US-Regierung hat hier auf jeden Fall zu einem guten Zeitpunkt für einen guten Kurs verkauft, doch im Allgemeinen sehen wir auch anhand des Chartes hier, dass der Markt kaum darauf reagierte. Ja, es gab kurzfristig Volatilität, weil das Ganze eben über Twitter bzw. X wieder groß die Runde gemacht hat. Im Allgemeinen war sich der Markt allerdings darüber im Klaren, dass es solche Bewegungen geben wird und es wird auch in Zukunft weiterhin solche Bewegungen geben. Auch in der Vergangenheit gab es, wie bereits schon angesprochen, mehrere solche Bewegungen, beispielsweise im März 2023. Ich habe hier mal die letzten beiden größeren Verkaufsevents der US-Regierung eingezeichnet. Wir sehen, einmal hat es ziemlich stark tatsächlich den Boden eines Abverkaufs gezeigt und beim nächsten Mal sahen wir in den darauffolgenden Wochen den leichten Abgabedruck, aber das war meiner Meinung nach nicht mehr auf den Verkauf der US-Regierung zurückzuführen. Wir können also an dieser Stelle festhalten, ja, natürlich ist es nicht schön, wenn hier Bitcoin für Milliarden verkauft werden. Auf der anderen Seite war es erwartet und was wir dadurch eben sehen, das muss man ganz klar sagen, es wurde wieder ein kleiner Prozentteil der Bitcoin aus der US-Regierung bzw. aus ihren Reserven verkauft, im Markt verteilt über mehrere Marktteilnehmer und das ist ja auch das, was wir wollen. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, wäre doch schön, wenn sie alle ihre Bitcoin hodeln. Ja, aber dadurch haben sie ja nur eine immer größere Dominanz, immer nur noch mehr Potenzial, um den Markt unter Druck zu setzen. Ich persönlich finde es überhaupt nicht verkehrt. Dabei sehen wir beispielsweise auch, dass der Abgabedruck in den letzten Tagen nicht unbedingt durch die Bitcoin-Spot-ETFs direkt ausgelöst wurde. Wir sehen beispielsweise hier seit dem Börsenstart Anfang der Woche, dass das Coinbase-Premium tatsächlich eher positiv war. Das heißt, wir sehen tendenziell keinen massiven Abgabedruck in Bezug auf die Bitcoin-Spot-ETFs. Stattdessen ist der Abgabedruck hier vor allem anderer Herkunft. Gestern wurden wieder mehr als 250 Millionen US-Dollar liquidiert. Also das ist natürlich auch ein weiterer Grund, der hierzu berücksichtigen ist. Kommen wir zur zweiten Thematik des heutigen Videos. Diese beschäftigt sich mit Argentinien. Vor einigen Monaten gab es ja dort Wahlen und der neue Präsident Javier Milei wurde tatsächlich ins Amt gehoben. Man ist davon ausgegangen, dass Argentinien jetzt ziemlich pro Bitcoin wird, denn der neue Präsident hatte im Vorfeld stark gegen die Zentralbank und gegen das alte System geschossen, äußerte sich auf der anderen Seite positiv gegenüber Bitcoin. Argentinien hat jetzt tatsächlich allerdings Schritte eingeleitet, die nicht so pro Bitcoin klingen. Letzte Woche haben sie nämlich neue FASP bzw. Register for Virtual Asset Provider Richtlinien rausgegeben. Das neue Gesetz besagt, dass Plattformen und Einzelpersonen, die Kryptowährungen kaufen, verkaufen, handeln oder versenden wollen, einen Registrierungsprozess durchlaufen müssen. Die Anonymität wird damit also genommen und das spricht eigentlich gegen den Konsens des Bitcoins, dass man hier wirklich ein freies Gut hat. Obwohl der Anschein im Vorfeld war, dass Argentinien jetzt stark in die Richtung von Pro-Bitcoin geht, scheint das doch wieder ein Schritt in die andere Richtung zu sein. Was genau hier im Hintergrund abgeht, wissen wir natürlich nicht. Was wir allerdings wissen, ist, dass diese Bewegungen recht schnell umgesetzt wurden und viele argentinische Bürger bereits jetzt schon gesagt haben, dass die Plattform jetzt schon Registrierungs- bzw. Verifizierungsmaßnahmen fordern. Also die Umsetzung des Gesetzes ging hier tatsächlich schnell. Max Kaiser, ein langjähriger Bitcoin-Maxi und auch Berater des Präsidenten Nayib Bukele aus El Salvador, betonte, Javier Milei macht seinen ersten großen Fehler. Er hat sich nie die Zeit genommen, Bitcoin zu verstehen, jetzt wird er die Konsequenzen tragen. Bleibt natürlich fraglich, ich muss sagen, von Max Kaiser selber halte ich auch nicht sonderlich viel, der hat einige sehr komische Aktionen in der Vergangenheit gebracht und trotzdem muss man natürlich betonen, dass solche Maßnahmen so ein bisschen gegen das sprechen, was vorher kommuniziert wurde. Wir sehen beispielsweise, dass die Zahlungs-App Strike beispielsweise im eigenen Land die Nutzer schon darüber informiert hat, dass die Funktion global senden zwischen Argentinien und den USA nicht mehr unterstützt wird. Hierzu braucht es eben diverse Verifizierungsprozesse. Dieser Schritt hat, wie gesagt, für viel Aufsehen gesorgt. Dabei muss man allerdings auch betonen, beziehungsweise betonen sogar teilweise die Bewohner von Argentinien. Wenn Argentinien mehr Zugang zu ausländischen Investitionen wünscht, ist dies, die neue Verordnung, eines der Dinge, die umgesetzt werden müssen. Ist auch eine ganz klare Geschichte. Natürlich möchte das Land auch hier einen Anschluss finden. Sie könnten natürlich jetzt sagen, F the system, wir machen alles, wie wir es wollen, aber dann wird es eben auch schwierig, Kapital von außerhalb zu erhalten. Sie versuchen sich eben so ein bisschen einzubringen und man muss auch sagen, die letzten Bewegungen aus Argentinien waren jetzt auch nicht sonderlich schlecht. So hat Argentinien, nachdem der neue Präsident ins Amt gehoben wurde, den ersten positiven Nettoabschlussmonat seit 12 Jahren geschafft. Darüber hinaus wurde auch die Inflation weiter zurückgedrängt und natürlich sind es krasse und
und gravierende Maßnahmen, die dort aktuell durchgeführt werden. Wenn man sich allerdings die gravierende Inflation des Landes anschaut, erfordert dies nun mal eben auch gravierende Maßnahmen. Viele hassen den Präsidenten bereits jetzt schon, viele finden seine Bewegung auch gut. Ich muss sagen, ich schaue mir das Ganze an. Ich will hier niemanden hochloben oder auch in den Dreck reden. Man muss einfach schauen, das Land befindet sich eben wirtschaftlich und finanziell in einer sehr ungünstigen Situation und wie eben schon gesagt, solche ungünstigen Situationen müssen eben auch mit teilweise gravierenden Maßnahmen bekämpft werden. Gravierend waren natürlich auch die Rückgänge der Investitionen in den Kryptomarkt in den vergangenen Jahren. Dass wir jetzt allerdings sehen, dass das große Kapital zurückkommt, vor allem auch in Bezug auf Venture Capital Investitionen, haben wir uns im gestrigen Video ja schon ausführlich angeschaut. Allerdings kam natürlich einige Stunden später eine weitere sehr, sehr große Nachricht und zwar, dass das Risikokapitalunternehmen Paradigm jetzt tatsächlich bis zu 850 Millionen US-Dollar für einen neuen Fonds aufbringen möchte. Das berichtete Bloomberg und wir sprechen hier wirklich von fast einer Milliarde US-Dollar. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person betonte gegenüber Bloomberg, dass dieser Deal nach einem erfolgreichen Abschluss der größte Deal nach unserem Bärenmarkt wäre. In den vergangenen Jahren sahen wir eben eine Zurückhaltung der Investoren, vor allem nachdem der Kryptomarkt nach dem FTX-Debakel vor knapp 2 Jahren in einen kompletten Bärenmarkt gerutscht ist. Zuvor sahen wir teilweise noch höhere Kapitalrunden, so wie um November 2021, als Paradigm knapp 2,5 Milliarden Dollar für einen neuen Fonds eingesammelt hatte. Das Kapital, was sie jetzt versuchen zusammenzusammeln, wird natürlich wieder in diverse Projekte, vor allem in Frühphasenprojekte investiert. Erst gestern haben wir uns darüber unterhalten, dass im Vergleich zum Vormonat knapp 50% mehr Kapital in den VC-Runden aufgesammelt wurde. Wir sehen, dass Paradigm beispielsweise auch damals knapp 278 Millionen US-Dollar in FTX investiert hatte. Nur knapp 4 Tage, nachdem SBF tatsächlich die Insolvenz für FTX beantragt hatte, hat Paradigm die Investitionssumme bzw. das angerechnete Kapital auf 0 abgeschrieben. Paradigm ist allerdings ein so großer Spieler dieser Art, dass das Kapital mit Sicherheit wehgetan hat, allerdings jetzt nicht das Ende der Plattform bedeutete. Der Gründer und Geschäftsführer von Paradigm sagte, das Unternehmen habe zutiefst Bedauern empfunden, in ein Unternehmen investiert zu haben, das dem Ökosystem enormen Schaden zugefügt habe. Natürlich haben auch sie nicht immer die perfekten Investitionen getroffen. Trotzdem betonte er, dass die FTX-Investition, ich zitiere, nur einen kleinen Teil des Gesamtvermögens von Paradigm ausmachte. Dementsprechend investieren sie auch weiter und wenn man mal ganz ehrlich ist, niemand wusste wirklich zu 100%, dass FTX eine solche Pommesbude ist. In diesem Sinne möchte ich das heutige Video allerdings auch schon beenden, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Falls dem so ist, denkt dran, kurz eine Bewertung dazulassen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen entspannten Abend. Wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao, Freunde.